Heute probiere ich das Still Standing von den Superfreunden. Herzlich willkommen zum Knöllspielkanal. Heute gibt es wieder was von den Superfreunden und zwar das Still Standing. Das ist ein West Coast IPA mit 5,7% Alkohol. Ja, sie sagen auf der Internetseite, dass nach all den Sachen, die passiert sind, wie Pandemie und so weiter und Wirtschaftskrise, sie ja immer noch dabei sind zu leben. Wir sind immer noch dabei, wir stehen ja noch. Und ja, ein paar von den Sachen, die passieren können oder passiert sind, sind auf der Dose verewigt. Ja, sowas wie ein Tsunami, da ist ein Hai mit drin. Irgendwelche Feuersbrünste, Wirbelstürme. Natürlich das böse C ist dabei. Naja, Mannequin ist halb Skelett, halb noch stehend. Und hier ist noch dieser komische Spionageballon von den Chinesen drauf. Ja, und das ist ein West Coast IPA. West Coast IPAs haben relativ wenig Malz, sind sehr trocken und die Betonung liegt ganz klar auf dem Hopfen. 5,7%, ja, sagte ich schon ein paar Mal. Das ist also im Rahmen. Es ist kein starkes IPA und aber auch noch kein Session IPA. Zu den Hopfen, die drin sind, habe ich nichts gefunden. Das ist, glaube ich, relativ frisch rausgekommen, gerade erst erschienen. Und ja, dann probieren wir mal, was das kann. Mit Elton Johns I'm Still Standing hat es nichts zu tun. Ja, ein sehr, sehr trübes, hellgoldenes Bier mit einem feinen weißen Schaum. Ja, sehr trüb, wirklich. Sehr juicy. Riech mal. Hat so eine leicht Nadelwald-Note daher. Vielleicht ein bisschen kräutrig. Vielleicht so ein bisschen Zitrusnoten. Erst eine Orange. Ja, riecht frisch, riecht schön. Ja, IPAs sollte man relativ zügig konsumieren. Die Haltbarkeit ist, also die Biere halten sich lange, nur der Hopfen, dem tut die Zeit tatsächlich nicht gut. Also wenn wir zu lange lagern, dafür sind sie nicht gemacht, diese Biere, dann ist irgendwann der Hopfen nicht mehr so schön, der Hopfengeschmack nicht mehr schön. In Dosen ist der Geschmack immer noch ein bisschen besser konserviert, deswegen werden so viele IPAs und Ähnliches in Dosen verkauft. Dafür sehe ich den Grund auf jeden Fall, muss man sagen. Ja, am ehesten diese Nadelwald-Aromen. Ja, probier mal. Prost! Ja, kommt sehr trocken und bitter daher. West Coast IPAs werden eben extrem stark gehopft, schon während des Kochens. Je länger ein Hopfen kocht, umso mehr bringt er Bitterstoffe rein. Je weniger er kocht oder im Kaltbereich, bringt er eher die Aromaöle rein. Da ist ordentlich Bitternis drin. Ich weiß nicht, wie viel Bitterniseinheiten das hat. Steht auch nicht drauf. Nö. Aber es wird ordentlich IBU haben. Riecht nicht anders als vom ersten Trinken. Probier nochmal. Prost. Schöne, trockene, bittere, fast ein Schwepsgesicht kriege ich mir davon. Wirklich schön. Gefällt mir. Das ist was man schön mal so zum Erfrischen zwischendurch trinken kann. Am Tag, manchmal arbeiten muss natürlich nicht zwischendurch so. Ja, gefällt mir gut. Kennt ihr das Still Standing? Kennt ihr Superfreunde? Ich kann es empfehlen. Die
das in verschiedenen Stellen brauen. Das hier ist bei BrewDog in Berlin gebraut übrigens. Und ja, guckt euch mal den Store an. Ich habe es mal unten verlinkt. Und lasst mir einen Kommentar da und ein Abo. Bis bald und Prost.